Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat aus dem schönen Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal darum, wie kann ich eine Antivirus-Sperre bzw. die Apple-ID aus dem Telefon entfernen. Kann ich die entfernen oder auch nicht? Und wie das funktioniert, da teste ich jetzt mal eine neue Software. Aber alles Weitere seht ihr nach dem Intro. So, hier ist die Software, um die es geht. Der liebe Hersteller von PassFab hat mir netterweise die Software kostenfrei zur Verfügung gestellt beziehungsweise hat mir eine Lizenz vermacht, damit ich die testen kann. Und da sind wir natürlich sehr gespannt. Was man jetzt hier schon ganz gut erkennen kann, ist, es geht tatsächlich darum, die iCloud-Aktivierungssperre zu entfernen. Ohne Passwort ist klar, weil wenn ich kein Passwort habe, dann kann ich sie auch entfernen. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter in das Kleingedruckte gehe, dann werden wir tatsächlich auch schon ein bisschen schlauer, also zumindest wir, die so ein bisschen sich auskennen, wie die ganze Sache hier funktioniert. Und zwar ist es so, dass wir tatsächlich die iCloud nie entfernt bekommen von dem Telefon, aber wir werden ein Paralleluniversum sozusagen schaffen, und zwar ein Paralleluniversum, indem wir das Telefon sozusagen mit einem gleichen Betriebssystem parallel betreiben und die oder modifizierten Betriebssystem, so muss man ja sagen, und dann dabei gleichzeitig dann die Funktionen und Apps nutzen können, aber halt keine Aktivierungssperre oder beziehungsweise Apple ID dahinter legen. Und das ist so, das haben wir ja schon mal gehabt, da haben wir ein schönes Video drüber gemacht. Wenn ich dran denke, dann blende ich euch das hier oben mal ein. Und zwar haben wir da im Prinzip in dem Video gezeigt, mit Hilfe eines Jailbreaks sozusagen die ganze Geschichte umgeht. Und zwar wird in dem Video beschrieben, wie man sozusagen ein zweites Mini-Paralleluniversum auf dem iPhone parkt, um dann das so halbwegs brauchbar, halbwegs normal zu nutzen. Sonst wäre es nur ein teurer Briefbeschwerer, denn die Apple-ID, die verbietet ja letztendlich alles, alle Nutzung. Und so kann man auf jeden Fall die Telefone schon mal wieder nutzen. Und ich bin echt gespannt, ob das mit dieser Software dann so ähnlich funktioniert, denn die Problematik ist, wir laden jetzt einfach mal runter, dass die Lösung, die ich da aufgezeigt habe in dem Video, die war ja total umständlich, ne? Also da muss man ja doch fast schon studiert haben, um das zu machen. Also nein, man muss einfach nur viel Geduld haben und man muss dann von dubiosen Seiten irgendwelche Software runterladen und. Das macht natürlich nicht so viel Spaß, und dann erhoffe ich mir doch jetzt mal durch PassFab da eine etwas einfache Lösung. Und hier sei auch direkt der Hinweis auch mal gegönnt, dass die bitte nur für die legale Anwendung genutzt werden soll, ist klar, wissen wir ja alle, und von daher gucken wir einfach mal. Ich habe das Telefon jetzt hier angeschlossen, es ist nicht gesperrt, es ist aber mit meiner Apple ID aktiviert, das heißt also, es ist jetzt kein Sperrcode drauf, aber ich habe meine Apple ID hinterlegt. Das heißt also, wenn wir das jetzt zurücksetzen und ich würde es neu installieren, dann fängt der im Prinzip an zu sagen, geht nicht, da ist eine Apple ID. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir starten mal den Activation Unlocker. Da war gerade ein schönes Bild. Und gucken mal, was die Software so Schönes macht. So, Bildschirm, Passcode wird entfernt. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Schnellerleitung. Da wird da so ein Browser aufgerufen. Und dann folgen wir einfach mal den Anweisungen. iCloud Aktivierungssperre umgehen, Apple ID entsperren und mein iPhone suchen deaktivieren. Das sind jetzt hier die Voraussetzungen oder die Dings. Und wir probieren mal den mittleren Weg und gucken mal, was da steht. Die iOS-Version des Geräts konnte nicht ermittelt werden. Bitte schließen Sie das Gerät erneut an und versuchen Sie es erneut. Das machen wir direkt mal. Wir haben ja hier die Möglichkeit, das anzuschließen. Und da ich jetzt hier
Zugriff habe, kann ich das auch sagen, ich kann dem vertrauen. Das ist natürlich jetzt hier ein Szenario, wo wir Zugriff auf das Telefon haben, wissen aber, da ist eine Apple-ID-Cloud-Sperre drin und das bringt natürlich im Prinzip dann ein paar Vorteile. Ich habe ja in einem anderen Video, was ich dann euch auch gerne jetzt hier mal verlinke, gezeigt, wie man den Sperrcode vom Display gut entfernen kann, leichter entfernen kann. Kann man auch mit iTunes machen, aber hier zeige ich euch das nochmal in einem anderen Video. Und dann gucken wir einfach mal. So, Apple ID entfernen, iPhone 7 entfernen. Durch die entsperrende Apple ID werden die Geräte gelöscht, die sichern. Also das war jetzt klar. Also der will jetzt hier das Gerät löschen, zurücksetzen, damit er da mehr Zugriff drauf hat. Und durch das Entsperren der Apple ID wird die Funktion Mein Geräte suchen deaktiviert und Sie können sich bei iCloud abmelden. Sie können das Gerät nach der Entsperrung als brandneues. Ja, da bin ich immer gespannt. Es ist ja jetzt erstmal gesperrt. Wir gucken mal. So, und natürlich hat der liebe Gott hier, ne, ist klar, die haben die Software nicht gemacht, damit sie aus Langeweile und diese zu verschenken, die muss gekauft werden. Ich habe vom Hersteller den Code bekommen. Ich werde das mal eben registrieren und dann gehen wir weiter. So, die Registrierung war erfolgreich. Bekomme ich hier direkt gemeldet. Ist ja auch klar. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, 5 Geräte könnte ich jetzt hier an einem Computer entsperren. Das kennen wir auch von der Entsperr- oder Unlock-Software. Und jetzt sollen wir hier mal einfach schauen, was da so Schönes möglich ist. Ne? Bitte folgen Sie der Anleitung, um den iCloud zu löschen. Öffnen Sie Safari und geben Sie in der Webseite. Okay, das ist ein sehr interessanter Weg. Das machen wir. Ich öffne also jetzt hier den Safari und folge einfach mal den Anweisungen. Ich soll Passfarb und dann slash bzw. passfarb.com slash Apple ID eingeben. Apple ID, okay, das wird tatsächlich mit ID geschrieben, interessant. Dann machen wir das doch mal. Dann gucken wir mal, was passiert. Und dann werde ich hier aufgefordert, etwas runterzuladen. Und zwar soll ich das ja auch machen. Tippen Sie herunterladen und dann auf die Schaltfläche zulassen. Das ist also auch tatsächlich so, wie da angezeigt wird. Und jetzt wird hier ein Profil geladen. Und zwar ein Überprüfen das Profil. Und zwar wird das wahrscheinlich so ein Fernverwaltungsprofil sein oder wie auch immer. Und dann machen wir schließen. Dann gehen wir mal nächsten Step. Es wird festgestellt, dass das tut. Achso, okay, warten Sie, bin ich zu früh. So, da muss ich drauf drücken. Und jetzt soll ich nach Einstellungen allgemein Profil. Mache ich doch glatt Einstellungen. Dann gehen wir nach Allgemein und dann gehen wir nach Profil und da steht dann hier tatsächlich ein Profil Unlock Apple ID, was ich zulassen soll. Damit gebe ich sozusagen dem Telefon beziehungsweise dem Profil gebe ich dann so eine Art Administratorrechte. Ja, und das müssen wir jetzt hier, steht da ja, installieren. Und dann durch die Installation wird das Zertifikat bla bla zur List vertrauenswürdigen Dinger hingefügt. Machen wir installieren. Und jetzt steht hier fertig. Also ist jetzt geprüft. Und jetzt muss ich dann nochmal zurück. Jetzt kann ich hier auf fertig klicken. Und dann steht hier, ich soll auf, gehen Sie zu den Einstellungen allgemein Info, Zertifizierungseinstellungen. Machen wir nochmal Einstellungen allgemein. Dann Info. Und dann haben wir hier unten Zertifizierungs-Vertrauenseinstellungen, genau. Und da bin ich jetzt. Und das soll ich jetzt anschalten. Jetzt steht hier, Achtung, Root-Zertifikat. Durch die Aktivierung dieses Zertifikats wird Webseiten haben Drittanbieter Einblick auf ihre sämtliche private Daten, die an die Webseite geschickt werden. Das heißt also, hier müsst ihr aufpassen, wenn da das telefoniert nach Hause. Ich habe hier nichts installiert, ich habe nur meine Apple-ID
genutzt. Also von daher alles gut. Verbinden Sie Ihr WLAN-Netzwerk, um Ihr Gerät unterstützen. Netzwerk haben wir verbunden, das ist wunderbar. Und dann tippen Sie auf das Symbol rechts verbundene Netzwerk. Soll ich hier also quasi in das WLAN-Netzwerk gehen. Gucken wir mal hier drauf. Zack. Zack. Und dann gibt es neben dem WLAN gibt's immer so ein schönes Fragezeichen. Da soll ich draufklicken. Mache ich doch jetzt glatt. Und suchen und tippen Sie auf Proxy konfigurieren. Okay, das ist ja interessant. Das wird ja wirklich sehr interessant. Ich soll also jetzt hier einen Proxy konfigurieren. Der ist jetzt auf Aus. Okay. Und da sagt er jetzt, wir sollen bitte auf manuell gehen. Machen wir. Dann sagt er, bitte wählen Sie und geben Sie den Apple ID Passwort. Oh, ich muss einen Server eingeben. Sehr interessant. Das machen wir nochmal. Das ist dann Apply ID Punkt Pass und dann Fab Punkt Com. Dann darf ich einen Port angeben, dann wählen Sie den Port, geben Sie 8014 ein, 8014 und tippen Sie auf Schaltfläche sichern. Also ich gucke nochmal sicherheitshalber Apple ID, dann PASS, FAB.com und 8014 sichern. Okay, habe ich gemacht. Ich hab falsche Knopf gedrückt. So, und jetzt haben wir. Gehen Sie zu den iCloud Apple ID Profileinstellungen. Machen wir doch glatt. Da sind wir doch. Und dann tippen Sie auf iCloud und warten Sie, bis die Informationen geladen werden. Das mache ich doch mal. Bin jetzt hier drin. Hier ist ja meine Apple ID. Und dann klicken wir mal auf iCloud. Info kann nicht geladen werden, steht hier. Da oben. Info kann nicht geladen werden. Tippen Sie auf die Schaltfläche Apple ID in der oberen linken Ecke und tippen Sie dann auf erneut auf iCloud entsperren Sie nun bitte die Apple ID. Ja, da steht also Unlock Apple ID, das habe ich hier auch. Weiter vor geht's nicht. Und ist gut, jetzt gucken wir mal hier, ob das vielleicht ein bisschen ausführlicher ist. Klicken wir mal hier drauf. Ah, guck mal. So. Gehen Sie Apple ID Profil iCloud, nächste. Tippen Sie auf iCloud und warten Sie, bis die Informationen geladen werden. Habe ich gemacht. So, und dann steht da, tippen Sie auf die Schaltfläche. Tippen Sie auf die Schaltfläche Apple ID in der oberen linken Ecke. Das glaube ich jetzt nicht. Tippen Sie auf Apple ID in der oberen linken Ecke und tippen Sie dann auf erneut auf iCloud. Entsperren Sie nun die Apple ID. Ja, da steht ja Apple ID oben linken Ecke. Okay, also ich habe jetzt mal nichts weiter gemacht. Ich bin jetzt einfach nur zu weit zurück reingegangen. Und jetzt stand da ja, dass das aus meinem Finder-Konto gesperrt wurde. Was mir schon aufgefallen ist, normalerweise ist hier unten eine App, die nämlich meine Finder-App, die ist weg. Also diese Möglichkeit. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Mein Gerät wurde aus dem My-iPhone-Suche-Konto gelöscht. Bitte überprüfen Sie die Cloud-Status. Mein iPhone-Suche wurde deaktiviert. Bitte verifizieren Sie die FMI-Status. Okay. Gerät, Modell iPhone 7. Ordnungsnummer und so weiter. Bitte geben Sie jetzt das Ergebnis der Webseite off oder on ein, um fortzufahren. Meine Suche ist... Bitte verifizieren. Achso, ich soll hier jetzt den Status iPhone. Ach du meine Güte, okay. Jetzt kann ich das checken. Meine Nummer ist diese. Sehr interessant, oder? Dann füge ich die mal da ein. Und sage suchen. Free E-Mail, Serial Check. iPhone 7, 32 GB. Replace Apple ID, Activate ID. iDevice activated, service charge experience, find my phone is off. Okay, es war an. Und das ist im Prinzip die iCloud-Sperre.
Das ist schon gut. Und dann können wir jetzt hier eingeben, ist off. Bestätigen. So, entfernen Sie die Apple ID, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Möchten Sie das Gerät wirklich zurücksetzen? So, also hat jetzt, das, jetzt bin ich irgendwie, er hat jetzt die hier entfernt. Meine Apple ID ist nach wie vor hier drin. So, und ich hatte mein Phone, hatte ich an. Find mein Phone, habe ich extra angelassen. Die ist jetzt hier drin. Und jetzt sagt er, ob ich das zurücksetzen will. Klar, machen wir natürlich. Und das gucken wir uns doch jetzt mal an, was da passiert. Also, zack ging es. Apple ID, sagt er, wurde erfolgreich entfernt. Hier ist jetzt. So, Telefon ist zurückgesetzt. Hier sind hallo. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal den Prozess durch. Sollte es jetzt geklappt haben, kann ich das Telefon ohne weiteres installieren. Sollte es nicht geklappt haben, dann muss gleich der Hinweis kommen, dass hier eine iCloud-Sperre drauf ist. Ich gehe jetzt auf manuell konfigurieren. Hier bin ich schon bei WLAN. Für alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, dass wir da schon ein bisschen weiter sind. Ich tipp jetzt mal den WLAN-Code ein. So, dann gehen wir auf weiter. Jetzt seht ihr, die Aktivierung kann dauern. Und entweder kommt da jetzt die Apple ID oder er hat tatsächlich die da von dem Gerät entfernt. Da sind wir mal gespannt. Dadurch, dass jetzt der Datenschutzhinweis kommt, hat er sie entfernt. Ich richte das mal eben schnell fertig ein. Ja, da ist das Telefon komplett zurückgesetzt. Er lädt gerade die ganzen anderen Apps. Also hier gibt es natürlich nur das Standard iOS, dass es drauf ist. Wir gucken mal eben, gucken wir es mal an. iOS 14.7.1 hier auf dem iPhone 7. Also das dürfte sogar das aktuelle sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da bin ich überrascht, weil das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, was haben wir jetzt hier gehabt? Wir haben jetzt hier ein iPhone 7, wo wir selber noch drauf kamen. Das heißt also, wir konnten es entsperren und waren so in der Lage, natürlich die Einstellungen jetzt hier am Proxy und ähnliches selber vorzunehmen und waren dadurch wahrscheinlich jetzt einen Tacken leichter in der Lage, die iCloud-Sperre hier zu entfernen. Ich habe das mal gegengecheckt. Hier könnt ihr sehen, da sind die Daten jetzt von meinem iPhone 11, wo die Find My Phone App noch aktiviert ist. Ne? Also einfach nur mal, um das nochmal gegenzuchecken. Und hier ist also tatsächlich die iCloud-Sperre noch drauf und hier ist sie weg. Also ich habe jetzt auch das nochmal neu gecheckt, ob der Proxy, ob die Einstellungen noch drin sind, die sind auch raus. Das heißt, das Telefon ist zurück und wir befinden uns jetzt hier in einem Originalzustand. Also da bin ich echt baff und da muss ich sagen, Daumen hoch. Also mich würde interessieren, ob das bei euch auch funktioniert. Wenn ihr dieses Tool ausprobieren solltet, habt ihr Interesse oder Lust daran, dieses Tool auszuprobieren, dann könnt ihr gerne den Code nehmen, den ich euch unten in der Videobeschreibung packe. Der bringt euch nämlich 30% Rabatt. Wie gesagt, der Hersteller war ja so lieb und hatte mir diese Software hier zur Verfügung gestellt und auch die werde ich euch natürlich entsprechend verlinken. Und ja, also da wäre ich jetzt wirklich überrascht, gerne informiert, ob das dann auch mit anderen Telefonen gut funktioniert. iPhone 7, hier wäre natürlich mal interessant, ob das mit einem iPhone neuerer Generation, also 11 oder 12 auch klappt. Denn das iOS scheint ja keine Probleme zu sein. Also hier war jetzt ein iOS 14. Irgendwo hatte ich auch gelesen, dass die jetzt das auch unterstützen. Genau, neu unterstützt iOS 14. Steht hier unten sogar drunter. Also von daher absolut überraschend für mich. Also das hätte ich jetzt hier in der Tat nicht erwartet. Wenn ihr möchtet oder wenn einer Interesse hat, dann dürft ihr auch gerne mir, falls ihr ein iPhone habt, was ihr nicht entsperren könnt, das zusenden. Dieses Angebot mache ich für einen. Der Erste, der kommt, darf mir das gerne senden. Dann werde ich das entsperren, zurücksetzen und natürlich müsst ihr mir nachweisen, dass es deins ist und dann wieder zurückschicken. Einfach nur, um hier nochmal auf sicher zu gehen und das zu testen. Ich werde das selber parallel natürlich jetzt hier auch nochmal im Auge haben. Aber im Moment würde ich sagen, Daumen rauf, hat wunderbar geklappt. Ich werde das Ganze nochmal machen. Ich werde noch ein weiteres Video machen damit. Und zwar, wenn wir gar nicht mehr dran kommen. Also, Telefon ist komplett gesperrt.
Das heißt, wir können nicht mehr rein und die iCloud-Sperre ist drin, weil das ist ja, glaube ich, der Zustand, der so am meisten so stattfindet. Ne? Und da gucken wir einfach mal, ob das dann da auch funktioniert. Das werde ich aber dann irgendwann mal später machen. Jetzt sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wollt ihr das nicht verpassen, dann denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wie gesagt, ich bin selber ein bisschen perplex, dass das jetzt hier so geklappt hat. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.